Jetzt geht's weiter mit Tobias Migge, Fotografie 101. Ziemlich selbsterklärend. Ich wünsche viel Spaß. Danke, danke. So, ich stelle mich nicht lange vor, weil ich gleich noch einen anderen Vortrag habe, wo ich mich ein bisschen ausführlicher vorstelle. Migge steht da. Ich muss dran denken, den Kopf und das Mikro mitzudrehen. Diesen Vortrag habe ich mal gemacht für eine Gruppe von Leuten, die nun wirklich fotografisch noch ganz am Anfang sind. Deswegen hoffe ich, dass das für Einsteiger geeignet ist. Ich werde da ziemlich durchpesen, weil ich gesehen habe, es sind noch ziemlich viele Folien und ich wollte eigentlich nichts rausschmeißen. Ich bin direkt hier nach auf der Außenbühne und dann eigentlich noch morgen Nachmittag da. Also wenn ihr Fragen habt, ich habe auch Equipment mit ohne Ende, kann ich euch auch Sachen dann praktisch zeigen und machen und tun. Ja, Einleitung habe ich hier mal geschrieben, wie macht man gute Bilder, wobei das Gute natürlich in Anführungszeichen ist, weil die Frage ist, was sind gute Bilder? Da gibt es ja schon mittlerweile Web-Services, wo eine AI versucht, das zu entscheiden, lädst ein Bild hoch und die AI sagt, ist ein gutes Bild. Das ist dann aber sehr subjektiv. Nein, subjektiv ist es nicht, weil es eine AI. Die Frage, die viel wichtigere Frage ist, was für Bilder will ich machen oder was wollt ihr für Bilder machen? Ne? Was wollt ihr abbilden und wie wollt ihr es abbilden? Und das ist dann der vierte Punkt, wie bekomme ich das denn hin? Weil manchmal hat man irgendwo ein Bild gesehen und sagt so, das möchte ich jetzt hier in dieser Situation auch machen. Aber wenn man dann seine Kamera einfach nur drauf hält und auslöst, dann kriegt man meistens nicht das Ergebnis hin, außer das Bild war technisch banal. Dann kriegt man das natürlich einfach hin. Wenn es aber technisch ein bisschen ausgefeilt war, dann kriegt man es nicht so einfach hin. Ja, ich gehe jetzt mal so die ganzen Aspekte durch, die so ein Bild ausmachen. Der erste Punkt ist die Schärfe. Und da gibt es immer diesen berühmten Begriff der Schärfentiefe. Da kommt gleich noch eine Abbildung, die es vielleicht ein bisschen anschaulicher macht. Das ist halt der Bereich, wo das Bild scharf ist. Also wenn ich jetzt hier zu euch gucke und ich würde zum Beispiel jetzt ein Foto machen von hier alle, aber der Fokus wäre auf Daniela, dann ist eben die Frage, ist der Butler auch noch scharf? Also jetzt scharf dargestellt oder nicht? Ne? Also das ist so der erste Punkt. Ne? Was will ich scharf haben? Welchen Bereich will ich scharf haben? Welches Objekt, Subjekt im Bild will ich scharf haben? Und wie weit soll es von vorne bis hinten auch noch scharf sein? Das hängt davon ab, steht hier schon von der Blende, die ich noch erkläre, von der Brennweite und auch vom Motivabstand. Also das spielt ganz viel mit rein. Hyperfokale Distanz schmeiße ich hier einfach nur in den Raum, könnt ihr gleich wieder vergessen, das Wort. Es kommt allerdings gleich nochmal bei der Abbildung, dann ist es eigentlich anschaulich. Und was auch noch wichtig ist, an einem bestimmten Punkt gibt es etwas, das nennt sich Beugungsunschärfe. Aber da kommt man zum Glück sehr selten in die Verlegenheit. Dass diese Beugungsunschärfe die Schärfe wieder zunichte macht. Bei großer Blendenzahl, erklärt sich nachher bei der Blende. Das hier ist ein Screenshot, ich weiß nicht, ob die App heute noch so aussieht, die nennt sich, glaube ich, PhotoBuddy, gibt es nur für iOS. Und da kann man nämlich, der App sagt man, ich habe die Kamera mit dem Objektiv und mein Ding, was ich fotografieren will, ist so viel Meter weg und so stelle ich gleich die Kamera ein. Und dann sagt er dir, dann wird dein Bild scharf sein von da bis da bis da. Also von dem Punkt, den man anvisiert, sage ich mal, davor und dahinter. Und dieser Bereich kann sehr schmal sein. Das ist dann manchmal ein Problem. Manchmal will man das auch, zeige ich auch gleich ein Beispiel. Und unten ist eben das Beispiel, diese hyperfokale Entfernung, das ist dann eine Situation, wo dann scharf und dann ist es scharf bis in die Unendlichkeit. Das ist so für Landschaftsfotografie ganz wichtig, weil da willst du ja wirklich, dass bis zum Horizont alles scharf ist. Das ist jetzt mal ein Beispiel für ein Foto, was man ja so, ist so dieses typische Porträtfoto, wo eben das Ziel war, dass der Hintergrund, also alles, was weit weg ist, sollte unscharf sein, damit das, was einen interessiert, nämlich das Kind, also das interessiert mich, weil das mein Kind ist, dass das gestochen scharf ist. Und das ist, wenn ihr, das sieht man jetzt hier leicht auf dem Beamer nicht so, aber wenn man da ranzoomt, dann ist wirklich nur, leider, eigentlich möchte man immer die Augen scharf haben. Das Problem bei Brillenträgern ist, man kriegt meistens die Brille scharf und nicht die Augen. Selbst wenn man dann versucht, irgendwo daneben zu fokussieren. Aber das ist eigentlich immer das Ziel bei so einem Porträt. Du möchtest die Augen knacke scharf haben und dann kannst du eben versuchen, möglichst den Rest unscharf zu kriegen. So, wie kriegt man das hin? Kommen wir später zu. Das werde ich, glaube ich, öfter sagen. Jetzt will ich einmal kurz auf das Thema Sensor eingehen. Wir fotografieren ja größtenteils digital und da haben wir dann immer einen Sensor. Und da gab es eine Zeit lang den Megapixel-Wahn. Das ist so wie der Megahertz-Wahn gewesen, damals ist bei den Prozessoren. Das hat ja auch wieder nachgelassen. Jetzt geht es um Kerne, möglichst viele Kerne zu haben. Bei Autos geht es natürlich um die PS. Und jeder weiß, Drehmoment wäre eigentlich spannender.
Und so ein bisschen hat sich das wieder gesettelt. Es wird nicht mehr weiter nach oben geschraubt. Wichtig sind so die Begriffe wie Full Frame oder FX und DX und APS-C, aber das sieht man gleich in der Grafik, das ist viel besser. Die Größe ist aber nicht alles. Also es gibt ja auch hier Hasselblad und Phase One, die dann noch größere Sensoren haben. Das braucht man dann aber nur, wenn man Fotos machen will, die nachher an Plakatwänden sind. Also alles, was es heute so zu kaufen gibt an Kameras, deren Pixelauflösung ist eigentlich für DIN A4 und noch größer völlig ausreichend. Das Spannendere ist eigentlich, wenn ich viele Pixel habe und manchmal auf wenig Platz diese vielen Pixel habe, dann kommt pro Pixel wenig Licht an. Und Licht ist eigentlich das A und O bei der Fotografie. Und wenn man eben einen kleinen Sensor hat, hat man noch einen meistens negativen Effekt. Und das ist nämlich, dass man eine große Schärfentiefe hat. Also je kleiner der Sensor ist, umso mehr wird scharf werden. Und deswegen sind die Handyfotos normalerweise immer so. Wenn ich jetzt ein Porträt mache mit dem Handy, habe ich eigentlich immer das Problem, dass der Hintergrund auch scharf ist und vom Motiv ablenkt. Aber da sind ja alle dabei, Apple, Samsung, alle sind sie ja dabei, das mit AI zu lösen. Dass sie also sagen, aha, das ist das Gesicht, das lasse ich scharf, das ist der Hintergrund, den mache ich künstlich unscharf. Das machen sie alle mit ein oder zwei Kameras. Aber das möchte man natürlich vielleicht gleich selber hinkriegen. So, das ist jetzt mal eine Übersicht, damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt, die Proportion. Also dieses Kleinbild ist das, was man immer so FX oder Full Frame nennt. Und das andere sind dann die ganzen kleineren Sensoren. Also APS-C ist so ein für Consumer-Spiegelreflexkameras die Größe. Four Thirds hört man auch oft. Und das, was da so mit so komischen Brüchen ist, das sind dann so die Sensoren in diesen kleinen Kompaktknipsen, die es ja kaum noch gibt, oder in den Handys. Die sind dann wirklich nur noch, also ich glaube, fingernagelgroß ist schon übertrieben. Und dann gibt es eben halt so Mittelformat, das ist ein Hasselblad und sowas, keine Sau bezahlen kann. Ja, ein weiterer wichtiger Faktor, wenn ich fotografiere, ist die Brennweite. Das ist der allgemein gesprochen der Zoom-Faktor. Der wird heutzutage eigentlich wirklich überall nur noch in Millimetern angegeben. Früher wurde auch gerne, und das ist heute nur noch bei den Kompaktkameras oder so, bei diesen, wo das Objektiv fest ist, sage ich mal, ist das so x-fach. Also da steht dann so drauf, so vielfach bis so vielfach und je größer die Zahl, umso toller. Das gerät aber, wie gesagt, immer mehr aus der Mode. Viel mehr benutzt man diese Millimeterangaben. Und ich habe ja mal hier so ein paar Beispiele. Ein Fischei hat meistens so 8 Millimeter. Ein Fischei-Objektiv, das sind halt diese Objektive, die so fast um die Ecke gucken können, was aber dann dazu führt, dass alles irgendwie so komisch verbogen ist. Ein Weitwinkelobjektiv gilt so alles im Bereich 17 Millimeter. Normal ist so 35-50, das hängt wieder davon ab vom Kropffaktor, steht gleich da. Und so Teleobjektiv ist dann so 200 mm. Und diese 200 mm kann man sich dann so ungefähr vorstellen, ist dann auch, sag ich mal, die Größe vom Objektiv. Also wenn ich 200 mm Brennweite haben will, dann brauche ich auch, ja, irgendwo in meinem Objektiv muss ich diese 20 mm dann auch haben. Deswegen werden diese Dinger halt auch so groß, also so lang. Das zweite Problem ist dann, da komme ich noch zu, damit viel Licht reinkommt, müssen sie halt auch immer breiter werden. Das sind denn die Dinger, die ihr seht bei der Bundesliga am Spielfeldrand, ne? Die Riesenteile. Ja, und wichtig ist nochmal, es kommt halt nochmal dazu, der sogenannte Kropffaktor, weil diese Charakterisierung, wie viel Millimeter ist Weitwinkel und wie viel ist Tele, bezieht sich dann meistens eben auch auf diesen Fullframe. Und wenn ihr einen kleineren Sensor habt, dann muss man diesen Kropffaktor, das ist bei einer APS-C-Kamera meistens 1,5, damit muss man das multiplizieren. Und das ist dann auch wieder das Spannende, was für eine Brennweite hat denn mein Handy? Und wenn man da mal so ein bisschen recherchiert, dann kommt man nämlich dazu, dass die meisten Handys oder vor allen Dingen das iPhone, dass die eine Brennweite haben, wiederum umgerechnet auf den Sensor, von 28 mm. Und deshalb fast alles, was ihr irgendwie so auf Instagram oder so seht, ist alles mit 28 mm Brennweite fotografiert. Das heißt, wenn ihr das mit einer normalen Kamera nachmachen wollt, braucht ihr eine Brennweite von 28 mm, um diesen Look hinzukriegen. Ja, und wichtig ist natürlich auch, diese Brennweite sagt ja so immer, wie viel kriege ich drauf? Also wenn ich jetzt hier so mit meinem 200er, dann könnte ich den Zastikel, sage ich mal, nur den Kopf fotografieren und mit meinem 10 mm könnte ich hier den ganzen Raum drauf kriegen. Aber der entscheidende Unterschied ist halt die perspektivische Wirkung. Da habe ich ein ganz schönes Beispiel. Man kann eben jetzt an diesen Turm relativ dicht rangehen und den mit 100 mm fotografieren. Oder man kann ganz weit weggehen und den mit einem 300 mm Objektiv, was dann schon ein ziemlicher Klopper ist, fotografieren. Und der Turm sieht auf beiden Bildern dann ungefähr gleich aus, weil man ist ja einmal dicht dran und einmal ist man weit weg.
Und der Effekt, den sieht man hier auf der nächsten Seite. Jetzt könnte ich euch mal auf die Probe stellen. Habt ihr eine Ahnung, welches von beiden ist das 100er und welches ist das 300er? Ist schwer, ne? Weil, wie gesagt, bei dem einen Bild ist der Mensch relativ dicht dran gegangen und bei dem anderen ist er weit weggegangen und hat halt rangezoomt. Und die Antwort ist, links ist das 300er, weil man von dem Hintergrund weniger sieht. Ne? Dadurch, dass er bei dem anderen dichter dran ist und, ne, wie hier auf der Abbildung zu sehen, dass halt so nach links und rechts viel mehr draufkommt, ist mehr von diesem Baum zu sehen. So, nächster Punkt. Blende. Ja, ist quasi das, was bei uns Menschen die Iris oder die Pupille ist, also das, was so bei James Bond, das ist Quatsch, das ist ein Gewehrlauf, also ne, was so zugeht und aufgeht, bei alten Objektiven kann man das sogar sehen, bei den modernen Kameras kann man es nicht sehen, weil solange ihr durch den Sucher guckt, ist die Blende offen und erst wenn ihr das Foto macht, wird kurz die Blende zugemacht, wenn ihr es wollt, und dann wieder aufgemacht. Deswegen sieht man das bei modernen Objektiven leider nicht mehr so schön, diese Iris oder Blende. Sie entscheidet darüber, wie viel von dem Licht, das gerade da ist, kommt überhaupt beim Sensor an. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wozu? Also je mehr Licht, desto besser. Also mache ich die Blende auf, dann hat sie einen großen Durchmesser. Das führt dann zu einer kleinen Blendenzahl. Das erkläre ich gleich, warum. Nur dann ist das Problem, das man manchmal haben will oder manchmal nicht, diese geringe Schärfentiefe. Also wenn ich euch jetzt fotografieren würde und würde wirklich von vorne bis hinten alles scharf haben wollen, dann dürfte ich nicht mit offener Blende fotografieren, weil dann wäre vielleicht nur eine Reihe scharf und der Rest nicht. Also müsste ich das Gegenteil machen. Ich müsste die Blende zumachen. Also das macht man ja heute nicht mehr mechanisch, sondern stellt man an der Kamera ein. Dann wird die Blende zugemacht. Sie hat einen kleinen Durchmesser, eine große Blendenzahl. Aber dann habe ich halt eine große Schärfentiefe. Dann kriege ich es halt hin, dass von hier vorne bis da hinten alles scharf ist. Ist die Frage, was will man? Das ist jetzt mal eine Abbildung, die das so ein bisschen veranschaulicht. Und hier wird jetzt auch klar, warum die kleine Öffnung eine große Zahl hat und die große Öffnung eine kleine Zahl, weil das der Nenner ist. Also das ist nämlich Brennweite durch Durchmesser. Ist das jetzt richtig? Ich denke nochmal drüber nach. Also wie gesagt, je größer die Zahl, desto kleiner die Öffnung. Und dieses 2.8, was da unten rechts steht, ist halt so dieser Klassiker, dass manche Objektive, das sind meistens die teureren, die schaffen dann eben eine Blende von 2.8. Das ist eine sehr offene Blende. Und damit kriegt man halt diese schönen Porträts hin. Und wenn ihr ein Objektiv habt, was irgendwie nur bis 4 oder 5, 6 geht, dann wird es schwierig, mit so einem Objektiv überhaupt diesen Effekt hinzukriegen, dass die Schärfentiefe klein ist und der Hintergrund unscharf ist. Ja, hier ist das dann nochmal erklärt und hier ist auch dieses Wort Schultüte. Wenn man eben sagt, ich will ein großes Objektiv mit großer Brennweite haben und ich will eine große Blendenöffnung haben, dann werden das halt diese Schultüten. Dann werden das diese Objektive, die ihr am Spielfeldrand beim Fußball seht, die dann mal so viel kosten wie ein, nicht wie ein Kleinwagen, wie ein Mittelklassenwagen. Achso, da unten habe ich nochmal den gängigen Merkspruch geschrieben, Sonne lacht, Blende 8. Wenn man mal überhaupt nicht weiß, wie man jetzt die Blende einstellt, dann und draußen scheint die Sonne. Es ist wirklich so. Ich habe ja jetzt schon hier 2, 3 Tage fotografiert. Wenn die Sonne knallt, dann lande ich irgendwie auch immer bei Blende 8. Ist so. Und wenn man dann natürlich den Effekt haben will, nee, ich will aber die Blende aufmachen, dann muss man sich halt andere Sachen einfallen lassen. So, das wäre zum Beispiel der nächste Punkt, Belichtungszeit. Und da habe ich erstmal so geschrieben, je kürzer, desto besser. Also im Normalfall. Ne? Wir reden jetzt immer vom technischen Normalfall. Je kürzer, desto besser. Wenn es künstlerisch werden soll, darf es auch mal länger sein. Also es gibt diese berühmten Bilder von irgendwelchen Wasserfällen oder Bächen, die irgendwo fließen und wo das Wasser dann nur noch so eine unscharfe Masse ist. Das kriegt man eben halt hin mit einer langen Belichtungszeit. Das Problem, also eine kurze Belichtungszeit kriege ich halt nur hin, wenn ich viel Licht habe, weil das Licht hat dann nur wenig Zeit, zum Sensor zu kommen. Und meistens habe ich zu wenig Licht. Also das kennt jeder, der fotografiert. Du kennst es bei den Konzerten. Da ist sowieso immer ganz blödes Licht. Man hat eigentlich immer zu wenig Licht. Und das ist das Problem. Es ist entweder zu dunkel oder man will die Blende zumachen für große Schärfentiefe. Und dann hat man wieder ein Problem. Denn die Belichtungszeit sollte, abhängig vom Motiv, nicht zu kurz, nicht zu langsam werden. Also ich könnte ja sagen, oh, mache ich halt eine lange Belichtungszeit. Wenn ihr Sport fotografiert, also Fußball oder sonst irgendwas, dann muss man eigentlich, da wird auch mit Kehrwerten gearbeitet, mit einer 1000stel Sekunde fotografieren.
Weil sonst laufen die Leute durchs Bild und ihr seht dann nur irgendwie so eine trikotfarbene Wolke. Ne? Und der Ball ist eine Wurst. Das wollt ihr auch nicht. Kinder, die ein bisschen rumtoben, ja, kann man schon mit einer 250stel fotografieren. Und wenn Erwachsene, so wie ihr, da jetzt ruhig sitzen, dann kann man auch mit einer 125stel fotografieren. Das geht auch noch. Wenn man da runter geht, dann ist schon so eine leichte, langsame Handbewegung, wird dann auch schon zu so einem Wischiwaschi. Ist die Frage. Wenn man das will, kann man das machen. Das habe ich hier so unter dem Punkt Belichtungszeit zu groß, Bewegungsunschärfe. Dann kommt halt eben die Hand. Kann schön sein. Also wenn ihr irgendwie ein tanzendes Pärchen habt und wollt die Bewegung darstellen, dann kann man auch mit Absicht mal langsamer, also länger belichten, damit die Bewegung da ist. Dann sieht jeder, aha, die haben gerade Walzer getanzt. Bei Blitz ist nochmal die Sonderregel, da macht man immer so ein 60stel, weil sowieso die Bewegung im Bild durch den Blitz eingefroren wird. Das machen die meisten Kameras. Wer einen Blitz mal benutzt bei seiner Spielreflex, wird merken, wenn ich den Blitz anschalte, ist plötzlich Belichtungszeit eine 60stel, weil die Kamera sagt, ja, ist ja egal. Der Blitz friert ja das Bild ein. Ja, Obergrenzen, also langsamer, ist eben abhängig von der Brennweite, weil je größer die Brennweite ist, und das weiß jeder, der schon mal ein Fernglas in der Hand hatte, je weiter ich wegzoome, schon die kleinste Bewegung führt zum großen Ausschlag. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Wenn ich jetzt, ich fotografiere beim Fußball mit einem 100 bis 400 Millimeter Objektiv und das steht dann auch auf einem Einbeinstativ, weil es zu schwer ist, aber schon die kleinste Bewegung macht natürlich einen riesen Unterschied. Und diesen Unterschied, der führt dann eben zu verwackelten Bildern und dann muss man eben, egal ob ich was Langsames fotografiere, muss ich dann eben sagen, ich fotografiere mit einer 400stel oder mit dieser wegen Kropffaktor vielleicht mit einer 800stel Sekunde, egal ob ich was fotografiere, was steht oder nicht, weil ich diese Verwackelung rauskriegen muss. Selbst mit dem Einbeinstativ. Deswegen habe ich da geschrieben, Gegenmittel ist immer ein Stativ. Die Ausnahme von der Regel sind jetzt diese modernen Objektive, die haben etwas, das wird abgekürzt, entweder mit VR, also Vibration Reduction oder so, oder IS, Image Stabilization. Da ist im Objektiv, sind die Linsen irgendwie wackelig gelagert, die gleichen dann die Bewegung aus und dann schafft man es auch mit einer langsamen Belichtungszeit nicht zu verwackeln. Und das, die Steigerung davon ist dann dieses IBIS, das ist in Body Image Stabilization, da ist das in der Kamera drin. Also da wird der Sensor wackelig gelagert, sodass wenn man mit der Kamera wackelt, der Sensor sozusagen gegen anwackelt und das Bild nicht verwackelt. Du nickst. Das freut mich. Ja, deine hat das, meine nicht. Aber meine Objektive haben das. Ja, und dann gibt es natürlich wie immer die Spezialfälle. Es gibt, man kann natürlich mit Absicht lange belichten, zum Beispiel in der blauen Stunde. Die blaue Stunde ist die Stunde vor Sonnenuntergang oder nach Sonnenuntergang. Also wenn es noch hell ist, aber die Sonne weg ist, also nach Sonnenuntergang, da ist so ein ganz besonderes Licht, das nennt man die blaue Stunde. Da ist dann aber schon so wenig Licht, dass man eben lange belichten muss, was dann aber auch einen ganz schönen Effekt ergibt. Oder was ich sagte vorhin mit diesem, man hat irgendwo ein fließendes Gewässer, einen Wasserfall im Extremfall und möchte den halt so als Schlierenvorhang darstellen. Wenn es dann sehr hell ist, dann kann man ja eigentlich nicht lange belichten. Dafür gibt es dann sogenannte Graufilter oder ND-Filter. Das sind, ich sag mal, eine Sonnenbrille für die Kamera. Die schraubt man vor das Objektiv, ist dann wirklich teilweise ja sehr undurchsichtig und plötzlich kann man lange belichten, ohne dass zu viel Licht in die Kamera reinkommt. Das Gegenteil davon ist die Kurzzeitbelichtung, nennt man dann Frozen Reality. Das sind dann so Bilder, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, eine Gewehrkugel, die durch eine Melone durchschießt und am Ende dann die Melone zerplatzt und das aber eben wirklich eingefroren. Obwohl das ja ein Vorgang ist, der sich in Sekundenbruchteilen abspielt. Da muss man dann eben mit sowas wie eine 5000stel Sekunde, das kann schon nicht jede Kamera, ich glaube meine schafft eine 8000stel Sekunde, das ist schon wirklich wenig. Das Problem ist, da braucht ihr viel Licht. Also immer diese ganzen, auch diese super Slow-Motion-Bilder, die ihr auch, also diese Videos, die ihr kennt, wo dann die Wassermelone in Zeitlupe auf dem Boden zerditscht, da muss jedes einzelne Bild auch unheimlich kurz belichtet werden. Und da ist das Problem, da brauchst du Unmengen von Licht. Das sieht man nachher im Video nicht, das Video ist vielleicht sogar relativ dunkel, aber bei der Aufnahme hauen die da unheimlich mit Scheinwerfern drauf, damit sie, weil sie für jedes einzelne Bild im Video auch so wenig Zeit haben, weil wenn ich 5000 Bilder die Sekunde mache, dann darf ja jedes Bild auch nicht länger als ein 5000stel belichtet werden. Das ist dann das Problem bei Video. Ist aber nicht mein Thema.
So, nächstes Thema, Empfindlichkeit, ISO. ISO ist International Standardization Organization, also sowas wie DIN, nur international. Und früher war es eben so, bei der Analogfotografie ist man ins Geschäft gegangen und dann gab es da Filme und da stand dann drauf ISO 100, ISO 200, ISO 400 und dann hat man gesagt, ja, ich will was fotografieren, da ist schlechtes Licht und dann hat man sich geärgert, hat den 400er Film gekauft und hat tief ins Portemonnaie gegriffen dafür. War dann auch noch der zweite Nachteil, die Bilder waren dann, das habe ich hier genannt, grobes Korn, also die, das hat mit der chemischen Zusammensetzung des Filmes zu tun, die Bilder waren dann so ein bisschen krisselig, weil man eben diese hohe Empfindlichkeit sich erkauft hat durch ein sogenanntes grobes Korn und damals waren die Werte dann so 100, 400, ich glaube, es gab auch 800er, aber das war wirklich schon Exotenfilme. Heutzutage, digital, easy going, wir haben ja eine Elektronik, der Sensor ist ja, elektronisch, empfängt ja die Lichtwellen und wandelt sie in Strom um und diesen Strom können wir ja verstärken, wie wir lustig sind, begrenzt. Und deswegen kann ich an der Kamera diese ISO-Zahl einstellen. Also ich kann wirklich von Foto zu Foto neu entscheiden, wie empfindlich soll meine Kamera sein. Ja, Problem, da kommt dann nicht das Korn, wie bei dem analogen Film, da kommt Bildrauschen, weil wenn ich ein schwaches Signal habe und verstärke und verstärke und verstärke das, dann verstärke ich halt auch den ganzen Müll, der gar nicht zu meinem Bild gehört. Also das Rauschen des Sensors wird dann halt auch verstärkt und das führt dann optisch halt zu Bildrauschen. Je nach Kameratyp stellt man diesen ISO-Wert ein von 100, das ist in der Regel die Untergrenze. Es gibt einige Kameras, die schaffen dann auch noch gehen dann noch bis 50 oder 25, aber eigentlich ist der unterste Wert immer 100. Und das ist dann so der neue Wettkampf. Jetzt geht es nicht mehr darum, welche Kamera hat die meisten Pixel, sondern es geht darum, welche Kamera schafft am meisten ISO. Also jedes Mal, wenn eine neue Kamera, High-End-Kamera rauskommt von Nikon oder Canon, dann heißt es, schafft ISO 512.000 oder so. Das heißt, das sind dann fast schon Nachtsichtgeräte. Ob die Bilder zu gebrauchen sind, ist wieder eine andere Frage. Aber theoretisch kann man mit denen halt wirklich in sehr schlechten Lichtverhältnissen fotografieren. So, jetzt haben wir die drei Sachen, die wir brauchen. Also die Brennweite ist mehr so Gestaltungsmittel. Aber die drei Sachen, die für das Aussehen des Bildes, die wir an der Kamera beeinflussen, direkt entscheidend sind, sind die Blende, die Belichtungszeit und die ISO. Und das nennt man im Englischen, ich habe keinen deutschen Begriff gefunden, Exposure Triangle, also Beleuchtungsdreieck. Klingt, finde ich, doof auf Deutsch. Und mal als Beispiel, stellen wir uns mal vor, wir stellen uns jetzt draußen hin mit unserer Kamera und nehmen wir mal an, die Situation ist so, ich stelle die Kamera auf Blende 8, Belichtungszeit 1/125 und ISO 200, mache ein Foto und sage, sieht gut aus. So, ist also, sind passende Einstellungen. Was ich jetzt machen könnte, aus Gründen, ich könnte diese Werte verändern, aber ich muss sozusagen immer einlassen, ein verändern und den dritten muss ich dann anpassen, damit dasselbe Ergebnis rauskommt. Also jedenfalls von der Helligkeit des Bildes. Und das wird hier in dieser Tabelle dargestellt. Also ihr seht da in der Mitte rot und oben und links. Das ist sozusagen die Einstellung, die ich eben gesagt habe. Wir könnten die Kamera aber auch auf jedes andere Tripel einstellen aus dieser Tabelle. Und das Foto würde hinterher annähernd gleich aussehen. Also wenn wir es auf ein Stativ stellen, die Szene verändert sich nicht. Wir machen ein Foto, stellen irgendwas anderes ein, machen ein Foto. Es sieht nahezu genauso aus. Allerdings haben wir natürlich irgendwann das Problem bei einer Viertelsekunde, also da müssen wir auf ein Stativ, du kannst nicht eine Viertelsekunde mit der Hand festhalten, das verwackelt immer. Bei Blende 2.8, das muss das Objektiv erstmal hergeben. Ja, und ja, wie gesagt, bei 1/15, 1/30, 1/60, da darf sich nichts im Bild bewegen, weil dann wird das unscharf. Aber theoretisch können wir aus allen diesen Werten uns ein Tripel aussuchen und das Bild ist immer richtig hell. Und wie es dann aussieht, von der, auch zum Beispiel, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, mit der Blende können wir natürlich jetzt sehr schön einstellen, wie die Schärfentiefe ist. Also bei der Variante 8 wird schon ziemlich viel scharf sein, bei der Variante 2.8 wird der Hintergrund und der Vordergrund schon eher unscharf sein. Das ist also das, was man selber beeinflussen kann. Ja, dann noch ein wichtiges Thema ist der Autofokus. Da gibt es den sogenannten Phasenvergleich. In die technischen Details gehe ich nicht ein, weil ich sie selber so gar nicht genau kenne. Ich weiß, es gibt Linien- und Kreuzsensoren und die Kreuzsensoren sind besser. Was meistens man vom Handy kennt,
oder was die Handys benutzen und dadurch benutzt ihr es implizit, ist die Kontrastmessung. Das ist dann bei der Spiegelreflexkamera, wenn man den Monitor anschaltet. Also wenn man nicht durch den Sucher guckt, sondern man kann ja meistens, nennt sich Live View, eben diesen Monitor anschalten, dann macht die Kamera auch diese Kontrastmessung oder eben auch alles, was nicht Spiegelreflex ist, also Kompaktkameras oder ja doch die vielleicht auch, aber eben Handys, die benutzen diese Kontrastmessung. Das Problem ist, dieser Phasenvergleich, der funktioniert immer nur mit Fokuspunkten. Das heißt, eure Kamera hat ganz bestimmte Punkte, das sind die sogenannten Fokuspunkte, zeige ich gleich ein Bild. Da gibt es eine begrenzte Anzahl und die sind an bestimmten Positionen, während bei der Kontrastmessung quasi überall ihr entscheiden könnt, wo die Schärfe ist. Das macht ihr bei eurem Handy automatisch. Mit einer Hand haltet ihr das Handy und dann seht ihr, da ist der Mensch, den ich scharf stellen will und dann toucht ihr auf den Menschen auf dem Display und dann seht ihr, der wird scharf gestellt. Ihr könntet auch irgendwo anders hintippen, dann wird da scharf gestellt. Das geht eben bei dieser Kontrastmessung, die kann man quasi überall machen. Ich springe mal gleich wieder zurück. Das Problem ist, bei einer Spiegelreflexkamera habt ihr, das ist jetzt sehr rudimentär, habt ihr sogenannte Fokusmesspunkte und entweder entscheidet ihr, welcher Punkt gerade der aktive ist, also welcher den Fokus bestimmt, oder die Kamera entscheidet. Aber wenn die Kamera entscheidet, wird sie meistens falsch entscheiden. Deswegen sitze ich hier, weil wenn die Kamera entscheidet, entscheidet sie meistens falsch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, ich nehme den mittleren Punkt, man kann das meistens einstellen, dass man sagt, nimm den mittleren Punkt und die anderen ignorierst du, dann ist die Frage, was mache ich denn, wenn das, was ich fotografieren will, gar nicht in der Mitte ist? Und da gibt es diesen Trick, was vielleicht gar nicht so viele wissen, selbst wenn sie eine Spiegelreflexkamera haben, man kann darauf zielen, was man scharf stellen möchte, dann den Auslöser halb durchdrücken, dann leuchtet meistens dieser Fokuspunkt auf, dann kann man wieder weggehen und dann kann man auslösen. Und dann ist trotzdem das scharf, was man vorher fokussiert hat. Und das ist dieses Zielen, Halten, beziehungsweise auf den Knopf, wieder wegbewegen, dann auslösen. Das ist ganz wichtig, das passiert leider immer wieder, wenn ich meine Kamera jemand anders in die Hand drücke und sage, hier, ich stelle mich jetzt neben meine Frau, mach mal ein Foto. Ich habe meine Kamera so eingestellt, dass er den mittleren Fokuspunkt nimmt. Die Leute wissen das nicht, kennen das nicht, zielen auf uns, zielen natürlich in die Mitte zwischen uns und dann habe ich hinterher ein herrliches Foto, wo der Hintergrund gestochen scharf ist. Und meine Frau und ich sind entsprechend unscharf. Ja, genau, der Fotobomber, der gerade im Hintergrund vorbeigeht. Das wäre dann eben so ein Moment, wo ich da sagen müsste, Kamera hier, mach mal selber, weil das kriegt sie dann doch ganz gut hin. So, nun hatten wir gesagt, Licht, hatte ich vorhin schon erwähnt, ist auf Mangelware. Was macht man dann? Ich habe ja gestern Abend noch fotografiert, als es schon dunkel war. Ja, Blitz. Licht ist Mangelware, Belichtungszeit ist knapp. Weil wenn ich lange belichte, wird es wieder unscharf, weil verwackeln oder die Leute bewegen sich. Offenblende ist manchmal dann, selbst wenn das Objektiv eine Offenblende hergibt, also ich habe auch ein 35-1.8, nur wenn ich mit 35-1.8 dann fotografiere, dann ist vielleicht die Nasenspitze scharf und der Rest ist unscharf. Oder das Objektiv ist zu lichtschwach. Also das ist meistens so, dass die bezahlbaren Objektive gar nicht so viel Licht durchlassen können, gar nicht so eine Offenblende haben. Die Lösung nach Goethe, war doch Goethe, ne? Mehr Licht, ist halt ein Blitz. Das Problem kennt ihr auch alles, wenn ich mit Blitz arbeite, habe ich oftmals rote Augen. Gut, da hilft diese rote Augenschutzfunktion mit dem Vorblitz. Das Problem, was der Blitz selber nicht alleine lösen kann, ist dieses Flachgeblitzt. Also wenn ihr dann an den Leuten relativ dicht dran seid und fotografiert sie mit Blitz, dann habt ihr irgendwie so schneeweiße Gesichter, flach sehen sie aus und der Hintergrund ist stockdunkel, das sieht dann aus, ja, nicht gut. Der Hintergrund säuft ab, also dann ist vorne schön hell, aber hinten ist stockdunkel, dann sieht man überhaupt nicht, wo das Foto entstanden ist. Das könnte dann überall auf der Welt gewesen sein, weil der Mensch ist zwar schön hell, aber der Hintergrund ist schwarz, das hilft dann auch nichts. Und man hat natürlich extrem harte Schatten. Also wenn der Mensch dann vor irgendwas steht, dann wirft er natürlich einen knallharten Schatten gegen die Wand. Was gibt's da für Lösungen? Die schönste Lösung, sage ich mal, die aber am schwersten zu machen ist für Normalsterbliche oder auch so in solchen Situationen, ist den Blitz weg von der optischen Achse. Ihr seht das ja hier an dem Hintergrundbild, das ist ja eigentlich die Standardsituation, wenn man mit einer Spiegelreflexkamera, also entweder man hat diesen Aufklappblitz, der ist noch schlimmer, oder man hat einen Aufsteckblitz. Das Problem ist, der zielt natürlich genau aus der Richtung, wie die Kamera guckt. Und wenn man den Blitz jetzt irgendwie wegkriegt, dann wird das schon besser. Also es gibt Leute, die halten die Kamera mit einer Hand und mit der anderen Hand halten sie den Blitz. Und dann können sie den so ein bisschen schräg von oben und schon sieht das Bild viel besser aus. Ist natürlich ein bisschen krampfig.
Die Alternative, die man aber nur mit so einem Aufsteckblitz hinkriegt, nicht mit dem eingebauten Blitz, ist über die Decke blitzen. Also wenn ihr irgendwo seid, wo eine helle Decke ist und die ist nicht irgendwie in 5 Meter Höhe, sondern hier wird es schon schwierig, weil braunes Holz, das färbt dann das Licht, dann kann man den Blitz auch so schräg oder sogar senkrecht nach oben stellen. Das seht ihr oft, wenn irgendwo im Fernsehen Politiker oder Promis irgendwo sind, die Fotografen haben meistens den Blitz so schräg nach oben, dann kann man auch so eine weiße Kunststoffplatte rausziehen und dann kommt das Licht nämlich so von schräg oben und schon sehen die Leute nicht mehr so platt aus. Oder man kann die ISO-Empfindlichkeit der Kamera hochdrehen, dann wird der Blitz sagen, oh Mensch, wenn die ISO-Empfindlichkeit so hoch ist, dann muss ich ja nicht so viel machen. Das heißt, er macht dann, also man denkt immer, ein Blitz ist ein Blitz, das stimmt nicht. Also so ein Blitz kann unterschiedlich stark blitzen. Natürlich hat er so eine Untergrenze, aber ein Blitz kann auch quasi nur so piep machen, so ganz wenig Blitz machen. Und wenn dann die ISO hoch ist, dann ist der Mensch hell, aber nicht zu hell. Im Hintergrund ist auch was zu sehen. Der Hintergrund ist zwar dann etwas verrauscht, weil die ISO ja hoch ist, aber das ist nicht so schlimm, weil es ist ja nur der Hintergrund. Es ist ja nur, dass man sieht, aha, das war jetzt im Restaurant so und so und nicht zu Hause im Wohnzimmer. Und was dann natürlich die perfekte Lösung ist, sind sogenannte Lichtformer. Das sind dann halt so Reflektoren oder Diffuser, dass man dann dagegen blitzt und das Licht dann wieder abprallt, aber das ist dann schon wirklich... für meine Begriffe High-End, das kann man halt nicht hier so machen. Ich kann ja nicht hier rumlaufen und noch jemanden sagen, du hältst jetzt mal hier den Reflektor in die Gegend. Also, oh, vielleicht nächstes Jahr. Ja, auch noch ein wichtiges Thema, worüber sich die meisten Leute keinen Gedanken machen, ist der sogenannte Weißabgleich, weil jedes Licht ist anders. Wir haben Sonnenlicht, wir haben Neonröhren, wir haben Energiesparlampen, wir haben Glühlampen, die klassischen, und jede macht ein anderes Licht. Was den Farbton angeht, man sagt dann, kaltes Licht ist eher bläulich, warmes Licht ist eher rot. Die Automatik in den Kameras, also man kann meistens, auch bei Handys oder so, steht das immer auf Automatik, dass die Kamera selber entscheidet, welche Art Licht ist denn hier. Weil die Kamera muss ja das, was vom Sensor kommt, irgendwie interpretieren, muss ja sagen, ist das jetzt rot oder ist das orange oder ist das, und das läuft über den Weißabgleich. Besser ist es eigentlich, wenn man den selber einstellt. Also wenn man sagt, so hier ist jetzt definitiv Neonlicht, Punkt, dann kann man natürlich seine Spiegelreflexkamera und sogar sein Handy sagen, du, hier ist Neonlicht. Und dann werden die Fotos besser, weil die Kamera dann genau weiß, wie sie die Farben interpretieren muss. Nachträglich kann man das nämlich kaum noch korrigieren, außer, und da streife ich mal ganz kurz noch ein Thema, bei RAW-Aufnahmen. Also wenn man eine digitale Spiegelreflexkamera hat, dann kann man, das wissen vielleicht manche gar nicht, die umstellen und sagen, ich möchte nur oder auch im RAW-Format fotografieren. Dann kommen quasi zwei pro Foto zwei Dateien auf die Karte oder die Karten. Und das eine sind dann die JPEGs, die ihr alle kennt, die man nur begrenzt nachbearbeiten kann, aber auch die RAW-Dateien. Und diese RAW-Dateien, da kann man noch unheimlich, also da kann man diesen Weißabgleich problemlos hinterher noch ändern. Also da könnt ihr die Kamera auf Neonlicht stellen und im Sonnenlicht fotografieren und die Bilder sehen erstmal alle kacke aus, also die JPEGs. Aber dann nehmt ihr euer RAW-Bearbeitungsprogramm und stellt da den Weißabgleich nachträglich um und es sieht alles gut aus. Aber wie sagt man so schön, get it right in the camera. Also es soll jetzt niemanden motivieren, mit Absicht schlechte Bilder zu machen. Ja, jetzt eigentlich zum Kernthema. Alles automatisch, habe ich es genannt. Das Problem der Automatik ist, sie weiß nicht, was man fotografieren möchte. Und wie man fotografieren oder wie man es fotografieren möchte. Also wie gesagt, die meisten Leute kaufen sich eine Spiegelreflex, stellen sie auf Automatik, auf dieses grüne Symbol und dann macht die Kamera alles selber. Besser wäre, man fotografiert manuell. Das heißt, man stellt alles selber ein. Habt ihr ja jetzt gelernt. Ne? Ihr wisst ja jetzt, ne? Die Blende, die Belichtungszeit, der ISO-Wert und alles ist super. Das Problem ist, das führt schnell zu Fehlbedienung. Also wenn ihr da was falsch einstellt, dann ist euer Bild vielleicht ja total verwackelt, weil zu lange Belichtungszeit. Oder total krisselig, weil ISO zu hoch, kann man nachträglich eben kaum noch ändern. Deswegen manuell, ich hatte mal den Ehrgeiz, alles manuell zu machen, habe ich mir auch wieder abgewöhnt. Die Lösung sind die sogenannten Belichtungsautomatiken, das ist so Halbautomatik. Also es ist so nach dem Motto, ihr müsst noch beim Auto selber schalten, aber ihr müsst nicht mehr kuppeln, vielleicht das Beispiel. Aber wie gesagt, das ist die Halbautomatik und das bedeutet, es gibt zwei Arten, für die es leider zwei unterschiedliche Begriffe gibt. Es gibt die Blendenautomatik / Zeitvorwahl. Und da bestimmt ihr die Zeit und die ISO. Die ISO bestimmt ihr quasi immer. Und die Kamera bestimmt die Blende. So, Beispiel Sportfotografie. Bei der Sportfotografie ist eure Priorität, die Bilder sollen scharf sein.
Ich muss zum Beispiel beim Fußball mit einer Tausendstel fotografieren, komme was wolle. So, dann sagt ihr, Blendenautomatik sagt hier Tausendstel Sekunde. ISO schraubt ihr so hoch, wie ihr eurer Kamera zutraut oder benutzt ISO-Automatik. Und die Kamera wird dann einfach die Blende auf und zu machen. Was natürlich bei schlechtem Licht dazu führen wird, dass sie sie immer auf Anschlag aufhaben wird, was natürlich dann wieder zu geringer Schärfentiefe führt. Aber irgendein Tod muss man sterben. Das passt zum nächsten Vortrag. Dann Zeitautomatik, Blendenvorwahl ist quasi das Gegenteil. Ihr bestimmt die Blende und die Kamera bestimmt die Zeit. Und das ist zum Beispiel hilfreich bei der Porträtfotografie, weil da sagt ihr, ich will jetzt Porträt fotografieren, ich will, dass der Hintergrund schön unscharf ist, ich will also eine offene Blende, Kamera, kümmer du dich um die Zeit. Da könnte es nur passieren bei Lichtmangel, dass die Belichtungszeit wieder zu groß wird und es wieder verwackelt. Oder je nachdem eurem Porträt, dass euer Porträt sich verwackelt. Was es noch so als Kompromiss gibt, was ich persönlich nie benutze, ist die Programmautomatik. Weil wenn ihr auf Vollautomatik habt, dann entscheidet die Kamera irgendwie, ich sag mal, nach Gutdünken. Und mit der Programmautomatik könnt ihr sagen, nee, ich möchte nicht diese passende Kombination, also die aus Sicht der Kamera passend ist, sondern ich möchte eine Kombination in dieser Tabelle, die wir vorhin gesehen haben, sozusagen, ich möchte einen nach links oder ich möchte einen nach rechts, um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen. Wie gesagt, benutze ich nie, aber wenn ihr euch mal fragt, was das P, also meistens haben diese digitalen Spielreflexkameras so ein Drehrad, da gibt es P, denken manche, steht für Profi, nein, steht für Programmautomatik, hilft einem nur bedingt weiter. Ja, mit den ISO ist es eben problematisch. Der ISO-Wert gibt den Bereich vor, in dem diese Halbautomatik arbeiten kann, wobei es heute auch Kameras gibt, die das schon ganz intelligent miteinander verklöppeln, die sagen, so bis zu dem Punkt mache ich das und ab diesem Punkt drehe ich an der ISO. Dann ist die ISO nicht festgetackert. Bei der Vollautomatik wird auch der ISO-Wert von der Kamera bestimmt. Und wie gesagt, ihr wisst, ihr macht das Bild eigentlich und wisst vorher gar nicht, was hinten rauskommt. Außer ihr guckt durch und merkt euch die Werte, die da vielleicht im Sucher angezeigt werden und macht euch Gedanken, was das für einen Einfluss haben wird. Aber das ist doof. Also das ist sozusagen Re-Engineering. Besser wäre, wenn ihr das selber vorgibt. Und bei der ISO-Automatik kann eben auch eine Obergrenze festgelegt werden, weil sonst geht die Kamera bis zum Anschlag und das wird nie was Gutes werden. Ja, wichtig ist jetzt noch der Vokabeltest, weshalb ich hier immer mit zwei Begriffen arbeite, liegt daran, dass Nikon und Canon sich dann natürlich nicht einigen konnten. Und die einen nennen es halt Blendenautomatik, auf Englisch Shutter Priority und der auf diesem Drehrad steht S und die anderen nennen es Zeitvorwahl, also Time Value und auf dem Drehregler steht TV. Also es ist einfach ein Wörterbuch. Ne? Programmautomatik heißt dann bei beiden Programmautomatik P. Hätten Sie sich ja auch noch was einfallen lassen können. Ja, nochmal zum Fokus. Die Kamera weiß immer noch nicht, was wir fotografieren wollen. Also ne, wenn ich jetzt auf euch die Kamera richte, dann weiß die Kamera nicht, was will der? Will er den Björn oder den Beamer oder den Stuhl oder meinen Fuß? Also hier, mal angenommen, die sind alle drauf. Was soll denn jetzt scharf sein? Das muss die Kamera selber entscheiden. So ein hilfreich kann noch sein, wobei sich das nicht unbedingt auf die Schärfe bezieht, aber das wollte ich noch kurz erwähnen, es gibt noch diese, an diesen Drehrädern dann noch so diese hübschen Symbole, so, was weiß ich, ein Gesicht und ein Berg und ein Baum. Das, da könnt ihr der Kamera, also der, das ist dann immer noch Automatik, aber da könnt ihr der Kamera schon mal so einen Tipp geben, was ihr fotografiert und dann kann die Kamera darauf Rücksicht nehmen. Also wenn da irgendwie so ein Fußballer oder so ein Läufer abgebildet ist, dann sagt ihr der Kamera, ich will Sport fotografieren. Und dann sagt die Kamera, oh, alles klar, kurze Belichtungszeit, alles andere ist zweitrangig. Wenn ihr Porträt sagt, sagt er, alles klar, wenig, also Offenblende, alles andere ist zweitrangig. Wenn ihr nur Automatik sagt, dann weiß er gar nichts. Dann muss er das Bild interpretieren und das ist, wie gesagt, gerade beim Fokus das Problem, weil, wie gesagt, es gibt ja diese Fokusmesspunkte und wenn ihr ihm alle erlaubt zu benutzen, dann wird er irgendeinen sich aussuchen. Meistens nimmt er den, der am dichtesten dran ist. Also er guckt, oh, da ist was, das ist dicht dran, das mache ich mal scharf. Das ist natürlich blöd, wenn irgendwo, wo rechts ein Baum ist, dann wird der scharf und alles andere wieder unscharf. Außer Blende 8. Also die Lösung hatte ich vorhin schon gesagt, den Fokusmesspunkt selber festlegen. Also ich nehme den in der Mitte, ziele auf das, was ich fokussieren will, fokussiere, gehe wieder weg, löse aus. Oder ist die Frage, was einem besser gefällt. Man hat meistens an der Kamera hinten so ein Pad, wo man diesen Fokusmesspunkt so hin und her bewegen kann. Ja, da wird dann immer so rot angezeigt, so das ist der aktive Fokusmesspunkt. Das ist bei meiner Kamera umständlich, weil die hat, glaube ich, 59 oder so, da kann ich schon ziemlich lange wandern, deswegen nehme ich den mittleren. Aber wie gesagt, dann
bestimmt man selber, was man fokussieren möchte. Und was ich hier nicht in dem drin habe, weil es ins Künstlerische geht, kleiner Nebentipp, ihr wollt, wenn ihr einen Menschen fotografiert, also wenn ihr einen Menschen fotografiert, dann wollt ihr den nicht genau in der Mitte haben. Das sieht doof aus. Ne, da gibt es diese Drittelregel, dass man sagt, wenn ich einen Menschen fotografiere, dann denke ich mir so Drittellinien und dann soll er entweder auf der einen oder anderen Drittellinie sein. Und dann habe ich nämlich genau das Problem, wenn ich dann an ihm vorbeiziele, dann wird er nicht scharf abgebildet, sondern das, was neben ihm ist. Und deswegen müsste ich dann auf ihn zielen, halb auslösen, wegbewegen, richtig auslösen. Und dann ist er auf der Drittellinie und hoffentlich scharf. Nein, ich rede von Porträtfotografie. Bei Sportfotografie habe ich das Problem, dass ich es schaffen muss, eben den Spieler, den ich fotografieren will, der gerade im Ballbesitz ist, den muss ich in die Mitte kriegen, weil da ist mein Fokusmesspunkt aktiv. Weil wenn ich da fokusmäßig Automatik, dann wäre die Eckfahne scharf, die gerade vor meiner Linse ist. Ich habe das hier nochmal als Beispiel. Sportfotografie, ja, da nimmt man eben Blendenautomatik Zeitvorwahl, Belichtungszeit von der Tausendstel, wenn es dunkel wird, bis zu einer 500stel, das ist aber schon schmerzhaft. Blende wird dann gegebenenfalls weit aufgerissen, wenn das Objektiv das hergibt. Die Schärfentiefe ist hier nicht so das Problem, wie ich es vielleicht schon dargestellt habe, weil das Motiv weit weg ist. Weil wenn das Motiv weit weg ist, dann dieses mit der geringen Schärfentiefe, das Problem hat man eher, oder Problem muss es ja nicht sein, wenn das Objekt dicht dran ist. Also wenn ihr was fotografiert, was ganz weit weg ist, dann macht es auch nichts, wenn ihr mit Offenblende fotografiert. Deswegen haben diese diese Profi-Objektive von den Fuße, die beim Fußball benutzt werden, die haben eine Offenblende von 2,8. Da das aber so weit weg ist, was sie fotografieren, macht das nichts. Ja, und wenn das Licht nicht mehr reicht, dann halt ISO aufdrehen. Bei der Porträtfotografie würde man eben sagen, eher die Zeitautomatik, die Blendenzahl auf ein Minimum, entweder auf das Minimum, was das Objektiv hergibt, das hängt von eurem Objektiv ab. Wenn es ein Objektiv ist, was wirklich eine Offenblende hat von 1,8 oder so, dann wird es schwierig, weil jemanden zu fotografieren mit einer Offenblende von 1,8 auf kurze Distanz, dann ist wirklich nachher nur noch das Auge scharf und die Wimpern sind schon unscharf. Also es gibt da Schärfenbereiche von Millimetern. Also da würde man dann vielleicht freiwillig eher auf 2,8 gehen, auch wenn das Objektiv mehr kann. Weil diese Objektive meistens auch im Bereich der absoluten Offenblende nicht die beste Abbildungsleistung haben. Also die Bilder sind dann aufgrund des Objektivs dann gar nicht so super scharf, wie sie eigentlich sein könnten. Also freiwillig ein bisschen runtergehen kann da sinnvoll sein, je nachdem, was denn möglich ist. Wichtig noch bei der Porträtfotografie, wobei sich da unsere Sehgewohnheiten schon verändert haben. Also je nachdem, ob ihr eine Kamera habt mit einem kleineren Sensor, also eine APS-C-Kamera oder mit Fullframe, sollte das 35, 50 mm mindestens sein. Gibt auch Leute, die schwören auf 80 mm, 105 mm für Porträts. Also wenn ihr sagt, ich will hauptsächlich Porträts fotografieren und kaufe mir ein passendes Objektiv dafür, sollte es mindestens 50, wenn nicht sogar mehr sein. Weil wenn ihr zum Beispiel mit dem Handy Porträtfotograf, ich habe ja gesagt, das sind 28 mm, das ist relativ weitwinklig. Deswegen sehen diese Selfies teilweise auch so verstörend aus, wenn die Leute so dicht rangehen, weil das natürlich dann, ja, es ist halt Weitwinkel. Alles, was in der Mitte des Bildes ist, wird so ein bisschen in die Breite gezogen. Also es gibt immer wieder, im Internet tauchen immer wieder schöne GIFs auf, wo jemand wirklich sich die Mühe gemacht hat und hat ein Model irgendwo hingestellt und ist, ja, hat zigtausend Fotos mit allen möglichen Brennweiten gemacht und ist immer weiter weg oder immer näher rangegangen. Das heißt, der Mensch ist immer gleich groß in dem Bild, aber immer mit einer anderen Brennweite. Und das ist faszinierend, wie dieses Gesicht sich verformt. Es wird nicht größer, also nicht höher, nicht breiter, aber die Nase wird immer breiter oder immer schmaler. Wie gesagt, für Porträts eher 35, 50 Millimeter. So, und dann gucke ich auf die Uhr und ich glaube, ich bin durch. Ich danke euch.